Hallo im Küchengarten. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, dass ich wieder meine zwei Böcke aufgebaut habe und mein schönes Stück Douglasienholz, von dem ja noch einiges übrig ist. Und ich möchte wieder damit basteln. Und zwar sind wir am Wochenende bei einer Hochzeit eingeladen, des Cousins meines Mannes. Das junge Paar hat sich eine große Flut an Geschenken verbeten, da sie eh schon lange zusammenleben und eigentlich einen kompletten Hausrat haben. Aber für die Hochzeitsreise könnten sie noch gut ein kleines Zustupferl gebrauchen in Form von finanzieller Unterstützung. Ich schenke Geld nicht gern einfach nur im Kuvert und gerade zu einer Hochzeit ist es besonders schön, wenn man sich dazu etwas einfallen lässt. Ich möchte das kombinieren mit einem Erinnerungsstück, ähnlich des Hauseinweihungsgeschenkes, das verlinke ich euch hier oben, was man sich an die Wand hängen kann oder irgendwo aufstellen kann und immer eine Erinnerung an diesen besonderen Tag hat. Es geht zuerst mal wieder ganz rustikal los. Hier hat das Brett ja diese wunderschöne, also es ist hier ungesäumt. Hier hat es so einen schönen Schwung. Ich möchte es nicht zu groß machen, denn wir müssen es ja die ganze Zeit noch mit uns mittragen. Das heißt, Pi mal Daumen, dass es trotzdem ein schönes Stück wird. So groß. Dann kommt wieder meine Stichsäge zum Einsatz. Gehörschutz nicht vergessen. Und los geht's. Jetzt werde ich das Ganze noch abschleifen und die Kanten etwas runden. Wieder mit meinem Schleifblock. Jetzt habe ich hier so ein ganz tolles kleines Glas, wo irgendwann mal ein Likör drinnen war. Das ist in Form von zwei Herzen. Das möchte ich gerne an diesem Brett befestigen. Und dort hinein kommt dann gerollt das Geld. Und später, wenn Sie das Geld dann herausgenommen haben für die Hochzeitsreise, können Sie Wasser hineinfüllen und eine Blume hineinstecken und es weiterhin als Dekoration benutzen. So, und zwar möchte ich das Glas hier befestigen. Und zwar mit einem Draht hier herum, den ich dann hinten verzwirbeln kann, damit es gut hält. Ungefähr so. Das heißt, ich werde mir hier auf dieser Höhe zwei Löcher bohren, wo ich den Draht durchziehen und verzwirbeln kann. Wenn in der besten Situation der Akku ausgeht. Zum Glück habe ich einen Zweitakku. Zum Aufhängen komme ich hier wieder mit meinen Bilderösen. Da dieses Brett recht schwer ist, werde ich hier zwei anmachen. Und natürlich messe ich mir hier die Höhe aus, damit sie auch gerade hängen. Und nicht vergessen, die Aufhängevorrichtung auf der Rückseite vor dem Dekorieren anmachen. Jetzt kommen wir wieder zum schönsten Teil des Projektes und zwar der Dekoration des guten Holzstückes. Zuerst habe ich mir im Internet ein bisschen recherchiert,
welche Schriftart ich verwenden möchte. Auf Papier habe ich das Ganze dann geübt. Und nun male ich die Namen des glücklichen Brautpaares mit Bleistift auf das Holz vor. Kann ich nämlich immer noch ausbessern, wenn mir die Proportionen nicht gefallen oder ich mich verschreibe. Danach geht es weiter mit dem Permanentmarker. Mit dem ziehe ich dann die Schrift sorgfältig nach. Falls ich nicht ganz treffe und etwas Bleistiftstrich übrig bleibt, kann ich das im Nachhinein ausradieren. Auch das Hochzeitsdatum habe ich unter die Namen geschrieben, als ewige Erinnerung an diesen besonderen Tag. Jetzt geht es weiter mit der Befestigung des Herzchenglases. Dazu habe ich einen Draht verwendet, den die Braut auch für die Einladungskarte benutzt hat. So quasi als kleines Upcycling und auch für die Braut als Erinnerung an all die Mühe, die sie mit der Einladungskarte hatte. Die war nämlich wirklich sehr schön. Den Draht habe ich mehrmals um den Hals des Glases herumgewickelt und dann auch noch einen kleinen grünen Zweig angebracht, der ebenfalls vorher auf der Einladungskarte war. Trotzdem war mir das Glas noch etwas zu instabil, deswegen habe ich es mit einem guten Kleber auch noch festgeklebt. Danach kam noch ein Schieferherz mit einem schönen Spruch auf das Holzbrettchen und ein paar Holzherzen. Und jetzt ging es auch schon an das Rollen der Geldscheine. Ich hatte so kleine Gummiringeln, mit denen ich das gerollte Geld zusammenhielt, das nachher auch noch leicht aus dem Glas wieder herausholbar war. Und so rollte ich fröhlich vor mich hin, bis das Glas voll war. Und fertig ist das mit viel Liebe gemachte Unikat für gute Freunde, das sie vielleicht ihr ganzes Leben lang begleiten wird und sie immer an einen besonderen Tag erinnern wird. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch gerne einen Daumen rauf oder abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!